Yo, das Bauabenteuer im Brickforce geht weiter. Ich bin jetzt hier, wow, 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 ganz oben. Jetzt fliege ich mal hier runter. Puh, das wird dauern. Stopp. Und stopp. Und wow. So, jetzt bleibe ich hier mal oben. Das ist die Map. So weit bin ich momentan. Sie hat jetzt auch schon einen Namen. Und zwar heißt sie Epic. Also so richtig episch. Der Raum ist jetzt auch gerade voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Wenn ich im Baumodus bin, dann nenne ich die Map meistens Schilling baut. Also wer Lust hat, mir zuzusehen. Ich werde auch mal eine Community-Map machen. Aber dieses Projekt war jetzt erstmal... Ja, ich wollte eine ganz eigene Map machen. Und eben in diesem Stil hier, so ein bisschen futuristisch. Ich wollte eigentlich eine 1:1 Kopie von Dusty machen, aber erstens ist das sehr viel Arbeit und zweitens bin ich dann drauf gekommen, also das ist sicher gut zu wissen, deswegen gebe ich den Tipp hier jetzt schon mal. Man fängt ja mit so einem Plateau an und ich dachte, ja gut, da kann ich dann sowieso noch nach unten bauen. Hahaha, da hat sich der Schilling aber getäuscht. Was passiert, wenn ich jetzt hier etwas hinbauen möchte? Dann kommt so eine Blop, 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 Blop Meldung. Man kann also nicht weiter nach unten bauen. Hier ist Ende im Gelände. Ja, das habe ich nicht bedacht und ich wollte dann nicht die ganze Map aufgeben, weil sie mir schon so gut gefallen hat. Und in Dusty geht es ja sehr oft bergab und ja, deswegen hat sich das damit nicht sehr vereinbaren lassen. Ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Rundgang durch die Map ohne Fliegen, so wie es dann auch sein soll. Sie ist noch nicht ganz fertig mit den Wänden und es gibt noch nicht sehr viele Extras und Features. Gedacht ist, dass hier auf diesem Plateau mal eine... ein Team spawnt, also einfach so wie in Dusty eigentlich. Dann geht es hier weiter, hier ein paar Barrikaden. Ich wollte nicht diese Fässer und so verwenden, wie zum Beispiel die hier, die in Dusty herumstehen oder die Container, sondern ich wollte eigene, ich wollte eben diesen futuristischen Stil beibehalten. Dann kann man hier auch wie in Dusty am Anfang sich hinstellen, dass die Sniper auch ein bisschen was zu tun haben. Weiters kann man hier, wer ein bisschen begabt im Springen ist, kann man hier nach oben springen oder hier und hat hier nochmal eine kleine Barrikade. Hier fehlt noch irgendwas, da kommt es mir ein bisschen leer vor noch. Die Map, es sollte viele Hindernisse geben auch, die das Spielen dann interessanter machen, wo man sich ein bisschen verstecken kann. Genau hier in der Wand habe ich auch ab und zu Einkerbungen gemacht, um ja, dass man sich verstecken kann. Die habe ich mit diesen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, mit diesen Attention Bricks da gekennzeichnet. Genauso wie hier kann man sich auch verschanzen, um ein bisschen Sicherheit zu suchen. Kann man hier nach oben laufen und hier wird man dann direkt vom Respawn des Teams überrascht. Dann geht es hier weiter. Zwei Durchgänge, die ich mit diesen Lampen da gekennzeichnet habe. Soll auch ein bisschen so wie in Dusty sein. Ein Durchgang hier links und rechts. Hier links haben wir diese, ja, auch so eine kleine Kiste, wo man sich verstecken kann. Dann hier der Durchgang, nochmal, wo man sich verschanzen kann. Weiter geht's dann hier. Habe ich auch noch einen kleinen Aufgang gemacht. Also das hat alles in allem schon jetzt locker 3 Stunden gedauert, muss ich sagen. Kann man sich hier nochmal verschanzen. Da kann sich auch ein Sniper jetzt hinstellen, wenn er denn möchte. Und wer richtig gut zielen kann, kann hier vielleicht sogar bis nach drüben schießen. Also man sollte immer, wenn man baut, öfters während dem Bauen auch mal herumlaufen. Und selber so schauen, wie ist es dann eigentlich, wenn man jetzt hier steht, wo kann man da überall hintreffen und kann man da irgendwo campen, spawn campen und so, das sollte alles vermieden werden. Dann geht es hier weiter, hier wieder mit diesen 2 Elektrostromkästen, zeigt an, hier ist der Spawnplatz vom zweiten Team und zwar hier oben. Will ich das machen, dass man hier spawnen kann, vielleicht auch der ein oder andere unten die Spawnpunkte, würde ich raten beim Map-Spawn erst als letztes bauen. Ja, dann ist man hier so, fängt hier das andere Team an und kann entweder hier im Kreis zurücklaufen oder dann hier bin ich gerade dabei, will ich auch für das andere Team, damit beide natürlich gleiche Voraussetzungen haben. Hier auch so einen kleinen Jump'n'Run Modus hier bauen, dass man hier ein bisschen herumspringen kann und dass sich auch hier zum Beispiel ein Sniper verschanzen kann. Und hier eben dieser Teil der Map fehlt mir jetzt noch. Hier kommt man dann zurück. Hier kann man durchgehen. Da ist man dann wieder bei diesem Durchgang. Ja, wo es hier zum ersten Respawn zurückgeht, kann man auch hier im Kreis laufen. Also hier so ein kleiner
Kreis sozusagen, dann kann man sich hier nochmal nach oben verschanzen. Da muss man auch aufpassen, dass man dann noch springen kann, wenn man sowas macht. Denn am Anfang, wo ich das gemacht habe, war das Dach zu niedrig und man stößt sich hier den Kopf an. Das ist sehr nervig, wenn man solche Maps sieht und die spielt man dann gar nicht gerne. Deswegen habe ich hier das Dach ein bisschen erweitert, dass man hier auch so nach oben springen kann. Kann hier zum Beispiel campen, will ich nicht sagen, aber einfach kurz abwarten, wenn man Schritte hört. Hier nochmal eine kleine Einkerbung und hier geht es dann zurück. Hier einmal so rundherum, auch ein bisschen wie in Dusty und dann ist man hier rechts oben wieder beim Spawnpunkt. So habe ich mir die Map vorgestellt. Ich bin schon sehr gespannt, wie die dann aussehen wird. Jetzt geht es eben noch darum, dieses letzte Drittel fertig zu bauen. Ich habe leider meine ganzen Extras schon verbraucht, habe hier nur noch ganz wenige von diesen Steamlinern zur Verfügung. Um hier noch das Plateau ein bisschen weiter auszubauen und dann am Ende gibt es noch den letzten Feinschliff, da muss ich mir noch überlegen, welche Bricks ich noch ein bisschen zur Dekoration verwende, aber ich will nicht zu viele Farben hineinbringen, sondern die hier eben so vollkommen futuristisch lassen. Vielleicht sogar überdachen, das muss ich mir noch überlegen, habe ich vorher die Leute hier gefragt, aber da gibt es geteilte Ansichten, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Aber mir gefällt irgendwie der Himmel nicht so und den kann man aber leider im Nachhinein nicht ändern. Deswegen, ja, mal schauen, wie ich das mit dem Dach mache. Weil es doch, erstens ist es auch sehr viel Arbeit und ja, also ich würde sagen, die Map ist jetzt zu 66% fertig. Also ein Drittel fehlt mir noch. Ich bin auch noch am Überlegen, ob man irgendwie die schlauen Leute, die sehr viel klettern und die wissen, wo man wohin klettern kann, ob ich es irgendwie machen soll, dass man noch auf ein Dach hinaufgehen kann. Aber meistens macht das so eine Map dann doch eher kaputt. In Dusty kann man ja auch nach oben klettern, aber ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt so toll ist. Das war einmal die kleine Vorstellungsrunde von meiner Map Epic und ich werde jetzt auch gleich nochmal einfach ein bisschen weiterbauen, damit man mal Einblick hat, wie andere Spieler Maps bauen. Da gibt es ja sicher verschiedene Tipps und Tricks, wie man da noch schneller ist. Also wie gesagt, man kann sich hier immer diese Linien aufziehen. Aber das verbraucht immer diese Steamliner, die man da hier unten sieht. Dann wechsle ich aber lieber wieder in den Modus. Und die Punkte will ich mir momentan nicht so leisten. Ich habe jetzt, die Waffe war auch sehr teuer. Die hat auch 2880, glaube ich, gekostet. Für einen Tag nur. Ich habe, glaube ich, sowieso hier jetzt nur noch ein paar Stunden. Deswegen versuche ich mich zu beeilen, dass ich mir die nicht nochmal holen muss. Ja, also im Prinzip, ich fliege hier einfach immer so hin und her und klatsche dann so die Bricks drauf. Geht nicht wahnsinnig schnell, aber in ein paar Stunden hat man so auch seine eigene coole Map. Die sollte man zwischendurch mit Escape hier speichern. Ich hatte es einmal. Da habe ich zwar nicht so viel gebaut, aber dann war die ganze Map weg. Ich hab mir einfach gedacht, okay, jetzt habe ich Bock auf ein bisschen Shooten. Badabam, badabam, badabam. Und mache hier zu. Dann komme ich wieder rein und denke mir, oh mein Gott. Der dumme Schilling hat vergessen zu speichern. Das war extrem fail. Das hat mich dann schon sehr aufgeregt. Aber naja, da kann man nichts machen. Passiert deswegen immer speichern. Wenn man dann fertig ist, kann man registrieren. So, Epic wurde gespeichert, kann man die Map dann registrieren mit Brickpunkten, dafür sind die auch da, man kann auch normale Punkte auswählen, ergibt aber keinen Sinn, denn die Brickpunkte bekommt man immer täglich für das Bewerten von Karten und so weiter und so fort, mit denen kann man sowieso nicht viel mehr anfangen. Man kann hier zum Beispiel noch eine Downloadgebühr einstellen, Brickpunkte aber finde ich eher unnötig. Und da kann man eben die Map registrieren und so wie man dann auf die Map drauf schaut, also ich klicke jetzt hier nochmal auf Registrieren, bitte dieses Bildchen merken. Und jetzt schaue ich mal so auf die Map. Bitte dieses Bildchen merken. Also immer so, wie man auf die Map als letztes drauf schaut beim Registrieren, so ist dann auch das kleine Forscherbild. Und das Forscherbild ist auch recht wichtig, um eine Map populärer zu machen, weil wenn das Forscherbild jetzt zum Beispiel so aussieht, ja, sieht doch echt genial aus. Da erkennt man sofort, worum es in der Map geht. Nein, worauf ich hinaus will, einfach ein hübsches Forscherbild machen, wo man sofort weiß, jawohl, das ist die Map vom Schilling und so weiter. Damit die eben auch hier in der Rangliste ein bisschen bei den Downloads steigt und damit die Map populärer wird. So, ich war als letztes jetzt eigentlich hier gerade dabei, dieses Stück hier noch zu bearbeiten. Deswegen mache ich hier auch gleich weiter. Genau, ich wollte hier oben noch
So, ein Geländer machen. Hier drei. Und dann... Okay, mal schauen, wenn man hier steht, wo braucht man dann Schutz? Eigentlich von überall. Das heißt, hier ganz oben mache ich hier zwei und hier zwei. Das Blöde ist, hier an diesen Geländern kann man zum Beispiel jetzt keinen an die Ecke machen, weil das sieht unschön aus, weil ich kann jetzt hier nicht noch eins hin platzieren. Deswegen lasse ich das mal so. Kann man hier nochmal vielleicht runterspringen, vielleicht sogar eine Leiter. Man muss einfach viel herumprobieren. So langsam kommt man dann auch ins Baufeeling hinein. Man muss sich immer nur denken, was würde man selber auf einer Map gerne haben oder sehen oder was macht eben eine Map kaputt oder unschön. Meistens sind es, ich bin gestern in eine Map gekommen und da war der die Map war eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Respawn-Punkte waren einfach so, ja so, da ist mir gar nicht dazu eingefallen, die waren einfach so schlecht. Aber wenn immer jemand den Raum betritt und gerade lädt, kann man leider nichts bauen. Na, 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 na. Zentrox lädt gerade. Links im Interface sieht man es. So, jetzt ist er da. Sehr schön, jetzt kann es weitergehen. Die Musik, ich glaube, die Musik werde ich zukünftig auch ausstellen beim Bauen, denn ich glaube, lange halte ich die nicht mehr aus. So, am Anfang ist die nicht schlecht. Aber irgendwann hängt die einem schon zum Hals raus. Da sollte man seine eigene Playlist hier aufdrehen können. Ich hoffe nur, dass die Map nicht zu schwarz ist. Also zu dunkel, dass man hier sich irgendwie nicht mehr sieht. Aber ich habe das extra versucht durch diese farblichen Bricks an den Kanten immer. Dass man zumindest sieht, wo eine Wand beginnt. Also ich hoffe, die wird schon spaßig, die Map. Aber man sieht, es dauert schon recht lange. Allein hier nur so eine kleine Wand. Hoppala. Mit Leertaste kann man dann auch noch nach oben und nach unten. Mit E lässt man sich einfach wieder fallen. Also so ein Jetpack ist schon sehr wichtig. So, was will ich hier eigentlich bauen? Irgendwas fehlt der Map noch, würde ich sagen. Muss ich mir noch was Besonderes überlegen. Aber ich freue mich dann schon wirklich, wenn ich die dann das erste Mal hosten kann. Und vielleicht, wenn sie gut ankommt und in der Rangliste steigt, da bekomme ich dann auch immer Brickpunkte, wenn die Leute die Map gut bewerten. Und so kann man eigentlich im Schlaf sich Punkte dazu verdienen. Und natürlich steht dann auch, die Map ist von Schilling oder je nachdem, wer sie eben gebaut hat und kann sich ein bisschen einen Namen in Brickforce machen. Zum Beispiel die Sniper Hill Map oder McDonald's oder SpongeBob, alles von Spielern. Und die sind dann schon, die werden dann praktisch zu einer Legende, wenn dann irgendwie so eine echt top, tiptop Map zu einer der beliebtesten Maps in so einem gigantischen Shooter wird. Da kann man sich schon einen Namen machen. So, ich glaube, am Anfang habe ich es gemacht. Ich habe mir so einen karierten Zettel einfach genommen und da ein bisschen geplant, weil eigentlich sind so karierte Zettel, die Bricks, das sind einfach so ein Kästchen auf so einem karierten Zettel. Jetzt so von oben finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Es sieht zwar hier ein bisschen nackig noch aus an den Wänden. Da muss ich mir echt noch überlegen, welche Deko-Bricks ich da vielleicht verwenden könnte. Ich könnte vielleicht sogar zum Beispiel irgendeinen Reifen irgendwo hinbauen, der nicht mal unbedingt ein Reifen sein muss. Muss man einfach ein bisschen kreativ herumprobieren. So, also hier spawnt das Team. Jetzt muss ich auch schauen, ob das eigentlich fair ist. Eigentlich die Teams, ein Team, das zweite Team eigentlich genau gegenüber. Dann kann man hier im Kreis laufen. Die können hier ebenso im Kreis laufen, haben genau dasselbe. Also ich denke mal, die Map ist schon recht fair. Jetzt fehlt mir nur noch dieses Stückchen hier. Und da werde ich jetzt noch schauen, werde ich mir was Spezielles einfallen lassen. Und beim nächsten Mal gibt es dann hoffentlich schon das erste Gameplay-Video von dieser Map. Da geht es dann richtig badabam, 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 badabam auf Epic in Brickforce von Schilling.